Hallo, hier ist wieder Jörn von einem Eis im Sandwich und der Postmann war da. So, und da ist das gute Stück, das Paket. Da wollen wir mal gucken, was drin ist. So. Tada! Es ist das HTC U12 Plus. Dieses wurde mir freundlicherweise direkt von HTC zur Verfügung gestellt und dann wollen wir uns mal angucken, was sich in der Verpackung befindet. Wie immer bei HTC eine sehr edle Verpackung, würde ich sagen. Anders als bei vielen anderen Herstellern setzt man hier nicht auf schnöden Pappkarton, sondern eine richtig schöne Box aus Kunststoff. Und auf der Rückseite findet man wie immer ein paar interessante Details zur Kamera, zum Smartphone. Zum Beispiel Dual-Kamera mit 12 und 16 Megapixel-Sensor. Boom-Sound ist mit an Bord. Edge Sense 2, also dass man den Rahmen drücken kann und dann bestimmte Befehle werden dann ausgeführt. Es ist ein 6-Zoll-Display, hat Dual-LTE, 64 GB Speicher. Ja, wollen wir mal reingucken, was da so drin ist. So, da müssen wir jetzt erstmal das gute Stück aufbekommen. Ganz einfach. Und da ist es auch schon. Und wie ihr seht, es gibt einmal ein Ladegerät mit USB-Anschluss, ist Quick Charge, kann man sehen, Quick Charge 3.0 fähig, also schnellladefähig, hat, was steht hier? Volt bei 2,5 Ampere oder 9 Volt bei 1,7 Ampere oder 12 Volt bei 1,25 Ampere. Das ist die mögliche Ladeleistung. So, des Weiteren sind, ja, das sind die Knöpfe für die Ohrhörer. Dann ein USB auf USB-C Kabel. Hier die Kopfhörer von HTC mit USB-C-Anschluss, also keine Klinke mehr. Und das Smartphone. Das legen wir jetzt erstmal beiseite, weil darunter ist noch ein bisschen Papierkram. Wollen wir uns mal angucken, was sich da so drin befindet. HTC-Aufkleber, keine Ahnung, wofür die sein sollen. Die E-Mail-Nummer. Ach, hier ist sogar diesmal eine ein Hardcover-Box bei fürs HTC U12. Auch nicht schlecht. Ein SIM-Eject-Tool. Schön aus Metall mit HTC-Logo drin. Und ein Haufen Schriftkram. Also Garantiekarte und Schnellstartanleitung in allen möglichen Sprachen. Das ist erstmal das. Das mit der Hülle finde ich nicht schlecht. Es war eine einfache Hülle aus Plastik, aber braucht man sich halt dann erstmal nicht mehr selbst kaufen. So, das ist jetzt erstmal der Lieferumfang. Das brauchen wir jetzt erstmal alles nicht und legen wieder beiseite, weil wir wollen ja das Smartphone uns ein bisschen angucken. Das ist das noch eingepackt? Ja, das ist noch eingepackt. Fangen wir erstmal an und packen es aus. Muss man hier so öffnen, denke ich mal. Und meine, so richtig gut eingepackt. Wollte es eigentlich bloß so rausziehen, aber das funktioniert wohl nicht. Meine Fresse. Ja, dann versuchen wir es mal auf die altmodische Tour mit etwas Gewalt. Jetzt. So. Und da ist das gute Stück. Auf der Vorderseite erkennt man ein großes Display mit einer Dual-Front-Kamera und auf der Rückseite kann man es jetzt bestimmt ein bisschen besser sehen. Es ist die durchsichtige Farbvariante, oder ja, Farbvariante kann man sagen. Das Gerät ist nämlich
in Blau gehalten, die Rückseite aus Glas, ist aber durchschimmernd, sodass man schön ins Innere gucken kann. Und sieht doch ein bisschen fancy aus. Gucken wir mal auf die Seite, auf die rechte Seite. Dort finden wir den Power-Button, Laut- und Leise-Tasten. Auf der anderen Seite den SIM-Schacht. Unten Lautsprecher, USB-C-Anschluss und auf der Oberseite nur ein Mikro. So, dann wollen wir mal gucken, ob es auch aufgeladen ist. Und dann können wir es ja mal einfach starten lassen. HTC powered by Android. Dauert jetzt einen kleinen Moment. So. Qualcomm Snapdragon ist verbaut. Der 845er wird hier auch nochmal Werbung gemacht beim Starten. So, Android is starting. Dumm, die dumm, dumm, sag ich nur. Und jetzt sind erst 50 von 229 Apps optimiert worden. Das kann also noch ein bisschen dauern. Und jetzt scheint es weiterzugehen endlich. Und da sind wir auch schon beim Willkommensbildschirm. Kann man hier schon mal... Nee, man kann die Helligkeit noch nicht regeln. Wir nehmen natürlich Deutsch, Deutschland und los geht's. Das überspringen wir mal kurz. Nutzungs, zustimmen. So, wir nehmen Amsterdam. Heute ist der 21. Juni. Und wir haben es 19.30 Uhr ganz genau. Weiter. Ja, stimme ich mal allem zu. Jetzt wird das Gerät angepasst. Ich möchte kein HTC-Konto anlegen. Und das ist jetzt die Erklärung von EdgeSense. Möchte ich jetzt auch nicht einrichten, weil ich möchte euch nur kurz das Telefon zeigen. So, fertigstellen. Und da haben wir auch schon den Bildschirm. Da nehmen wir jetzt einfach die ganz normalen Software-Keys und ich mache mal ein bisschen das Display heller, damit ihr ein bisschen mehr seht. Das ist jetzt ein bisschen doof mit dem Licht, weil hier scheint die Sonne gerade ein bisschen blöd drauf. Kann man es vielleicht... so sehen. Also auf der Vorderseite erkennt man ein 18:9 Display. Ohne Notch. Die Tasten an der Seite sind keine richtigen Tasten. Das ist fest verbaut, hat trotzdem, wenn man raufdrückt, gibt es ein Feedback, sodass man auch merkt, ob man die Tasten drückt. Das ist nämlich ein Telefon, was völlig ohne Tasten auskommt. Powerbutton, die Laut- und Leiser-Tasten, das ist alles fest verbaut. Und durch die Berührung etwas fester drücken, wird dann eben das ausgelöst. Ja, wie gesagt, das war jetzt erstmal das Unboxing. Jetzt scheint die Sonne gerade ein bisschen blöd rein. Kann man schlecht sehen, was vom Display. Ich könnte ja noch mal ein bisschen was ändern. Kleinen Moment mal. So. Mal sehen, ob man jetzt... Ja, jetzt sieht man mehr vom Display. So. So, jetzt erkennt man ein bisschen mehr vom Display. So. Wie ihr seht, 18:9 Display. Kann man gut erkennen. Ein Live-Hintergrundbild, der klassische Edge-Launcher, so wie man es kennt. Nach links wischen hat man sein Blink-Feed, das ist auch das seit ein paar Jahren bei HTC gang und gäbe. Und es sind natürlich ein paar Apps vorinstalliert, aber es hält sich in Grenzen. Google halt, Facebook, Instagram und das war es auch schon. Ganz interessant, dürfte natürlich die neue Bedienart sein.
Edge Sense, wenn man halt das Smartphone drückt, kann man dann, wenn man es eingerichtet hat, verschiedene Funktionen ausführen. Das mache ich noch und zeige es euch natürlich. Und ja, wie gesagt, das sollte es erstmal gewesen sein zum Auspacken. Weitere Tests und Videos werden folgen. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal.